Märchen und Meditationen, abschalten und genießen mit Pflanzendüften. Von aromainfo.at mit Ingrid Kahner. Willkommen zu dieser Reise in die zauberhafte Welt der Düfte. Heute werden wir uns mit dem Rosengeranienduft verbinden und in Balance bringen. Zuerst gibt es ein Märchen und anschließend eine Meditation. Rosengeranienduft erinnert an einen sommerlichen Blumengarten. Er bringt uns in Balance und Harmonie. Er hilft uns, Zuneigung zu zeigen, Wohlwollen anderer zu erkennen und anzunehmen. Rosengeranienduft steht für mehr Ausgeglichenheit. Mehr dazu findest du in unserer Aroma-Info-Datenbank. In den nächsten paar Minuten werden wir uns vollkommen auf den Duft von Rosengeranien konzentrieren und die heilende Kraft dieses ätherischen Öls erleben. Gib einen Tropfen ätherisches Rosengeranienöl auf ein Taschentuch und lege dieses auf deine Brust, damit du während des Märchens und der Meditation den Duft inhalieren kannst. Wenn du kein Rosengeranienöl zur Hand hast, dann stell dir vor, du schnupperst an den Blättern von Pelargonien am Balkon deiner Großmutter. Klicke jetzt ruhig auf Pause, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen und um es dir bequem zu machen. Wenn du soweit bist, dann klicke auf Fortsetzen, um mit dem Märchen zu beginnen. Ein Rosengeranienmärchen. Es war einmal in einem zauberhaften Garten, der von einem sprudelnden Fluss durchzogen wurde. Dort wuchs eine besondere Pflanze namens Rosengeranie. Sie hatte zarte, grüne Blätter, die einen erfrischenden Duft verströmten, der an das klare Wasser des Flusses erinnerte. Dieser Duft hatte die einzigartige Fähigkeit, das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse zu beeinflussen. Die Rosengeranie wusste um die Macht ihres Duftes und ihr Herz war erfüllt von der Absicht, Harmonie und Ausgeglichenheit in die Welt zu bringen. Sie war sich jedoch auch bewusst, dass es im Leben einen ständigen Kampf zwischen den Kräften des Guten und des Bösen gibt. Eines Tages tauchte ein finsterer Schatten auf, der den Garten bedrohte. Ein böser Magier, der nach Macht strebte, versuchte das Gleichgewicht zu stören und das Wasser des Flusses zu vergiften. Er hoffte, dadurch das Gleichgewicht zu seinen Gunsten zu kippen und die Kontrolle über den Garten zu erlangen. Die Rosengeranie spürte die dunklen Absichten des Magiers und beschloss zu handeln. Sie sammelte all ihre Energie und konzentrierte sich auf ihren Duft. Sie ließ ihre Blätter sanft im Wind schwingen und ihr Duft breitete sich im Garten aus. Der Duft der Rosengeranienblätter hatte eine magische Wirkung. Er berührte die Herzen der Menschen und erinnerte sie an das reine Wasser des Flusses. Er rief die Erinnerung an die harmonische Balance zwischen Gut und Böse wach. Die Menschen im Garten spürten den Duft und erfüllten ihre Herzen mit Liebe und Mitgefühl. Sie erkannten, dass sie selbst die Macht hatten, das Gleichgewicht im Leben zu bewahren. Sie schlossen sich zusammen, um das Wasser des Flusses zu schützen und es vor der Vergiftung zu befreien. Mit vereinten Kräften gelang es den Menschen, den bösen Magier zu besiegen und den Garten wieder in seinen ursprünglichen Zustand der Harmonie und Ausgeglichenheit zu bringen. Der Rosengeranienduft hatte ihnen gezeigt, dass das Wasser des Flusses ein Symbol für den Lebensfluss und die Kraft des Wasserelements war. Seit jenem Tag wurde die Rosengeranie in den Vorgärten und in Blumentöpfen auf Fensterbänken gepflanzt und verehrt. Die Menschen pflückten ihre Blätter und legten sie in ihre Vorzimmer als Zeichen der Balance und des Gleichgewichts und bereiteten Tee daraus.
Durch die Kraft des Wasserelements, das in den Rosengeranienblättern ruhte, wurden die Menschen daran erinnert, dass sie selbst wie der Fluss des Lebens waren. Sie lernten, mit den Herausforderungen des Lebens zu fließen und ihre Handlungen im Einklang mit ihrer wahren Natur zu bringen. So lebten die Menschen in diesem Dorf fortan in Frieden und Einheit. Sie verstanden, dass das Gleichgewicht im Leben von jedem Einzelnen geschaffen wurde und dass Rosengeranienduft ihnen half, diese Balance zu bewahren. Sie konnten einander Zuneigung schenken, aber auch Hilfe und Wohlwollen anderer erkennen und annehmen. Mehr über die Wirkung und Anwendungsmöglichkeiten von ätherischen Ölen lernst du in unserer Aroma-Info-Akademie in Form von Präsenzkursen, aber auch von zu Hause aus in unseren Online-Kursen. Schau mal unter www.aromainfo.at. Weiter geht es nun mit einer Meditation zu Rosengeranie. Schließe deine Augen und finde eine bequeme Position. Lass dich von deinem Atem in einen Zustand der Ruhe und Entspannung führen. Spüre, wie jeder Atemzug und der Rosengeranienduft dich tiefer in deine Mitte bringt. Atemzug für Atemzug. Du befindest dich nun auf einem Boot, das auf dem sanften Fluss des Lebens schwebt. Spüre, wie das Boot sanft hin und her schaukelt, während es mit dem Fluss mitfließt. Du bist umgeben von einer Atmosphäre der Gelassenheit und der Harmonie. In der Mitte des Bootes steht ein kleiner Topf mit duftenden Rosengeranienblättern. Der Duft umhüllt dich und erfüllt die Luft mit einer angenehmen Energie. Atme tief ein und lass den Duft der Rosengeranienblätter in deine Nase strömen. Spüre, wie er sich in deinem gesamten Wesen ausbreitet und eine tiefe Ausgeglichenheit und Balance in dir erzeugt. Während du den Duft der Rosengeranie genießt, spüre die Verbindung zum Fluss des Lebens. Er symbolisiert den ewigen Fluss der Zeit, der Veränderungen und der Erfahrungen, die wir auf unserem Lebensweg machen. Stell dir vor, wie das Boot auf dem Fluss sanft voranschwebt. Es symbolisiert deine eigene Reise durch dein Leben. Während du dich auf dem Boot befindest, spürst du, wie du im Einklang mit dem Fluss bist. Du akzeptierst die Veränderungen und Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt, und bleibst dennoch im Balance. Nimm wahr, wie sich auch andere Boote auf dem Fluss befinden. Sie repräsentieren die Menschen um dich herum, deine Mitmenschen und die Gemeinschaft. Spüre,
eine Verbundenheit zu ihnen, eine gemeinsame Reise auf dem Fluss des Lebens. Während das Boot weiter auf dem Fluss gleitet, spüre die Kraft der Gemeinschaft und der Zusammenarbeit. Stelle dir vor, wie die Menschen auf den anderen Booten ebenfalls Rosengeranienduft wahrnehmen und sich mit dir verbunden fühlen. Ihr seid alle miteinander verbunden, Teil eines großen Ganzen. Lasse den Duft der Rosengeranienblätter und das Gefühl der Ausgeglichenheit und Balance in dir verweilen. Spüre, wie sie deine eigene Mitte stärkt und deine Verbindung zur Gemeinschaft intensiviert. Wenn du bereit bist, öffne langsam deine Augen und kehre mit dem Gefühl der Ausgeglichenheit und Balance zurück in den Raum. Nimm den Gemeinschaftssinn und die Verbundenheit mit, während du deinen Weg auf dem Fluss des Lebens fortsetzt. In diesem Sinne, alles Liebe, eure Ingrid Kahner von aromainfo.at. Kennst du übrigens unseren anderen Podcast Duft im Gespräch? Dort gibt es Interviews mit Expertinnen zu verschiedensten Themen rund um ätherische Öle.